Hallihallo, willkommen zurück hier from Zero to Hero auf der Mountain Hill. Und ja, wir verkaufen die Ballenpresse. Es war ein Versuch mit der, aber das hat nicht so geklappt, wie ich das gerne gehabt hätte. Deswegen weg damit. Gut, es liegt hier noch ein Ballen rum, ist egal. Und ich habe, das hatte ich ja gestern schon gesagt, was Neues gefunden. Und zwar nicht diese hier, sondern, wo haben wir sie? Hier. Das ist auch eine Pöttinger Impress mit quasi doppelter Vorpresskammer. Das heißt, die kann rein theoretisch 28 fahren. Wir setzen sie aber jetzt von der Geschwindigkeit mal runter auf 20. Ich glaube, das reicht. Folienfarbe machen wir blau. Dann wird die New Holland Farben. Rum oder andersrum? Ja, so sieht es besser aus, weil die hängt ja an einem New Holland dran. Dann machen wir die auch so in blau. Ja, irgendjemand ist irgendwo angekommen. Es ist halt wieder eine Rundballenpresse, ja, aber wir können immerhin 1,50er Silageballen wickeln, das geht auch. Wir werden es, also ich habe sie schon privat getestet, also sie ist gut, sie funktioniert. Und das werden wir auch bald, denke ich mal, im Einsatz sehen. So, jetzt müssen wir der nur noch einen Parkplatz erstmal zuweisen. Und zwar ist das irgendwas New Holland und Silagepresse. Guck mal, haben wir sogar. So. Dann würde ich sagen, gehst du mal parken. Und wir schauen mal. Okay. Der macht wieder komische Sachen hier. Ja, wir müssen hier noch ein paar Ballen einsammeln. Ups, falsche Taste. B wollte ich drücken. Ich will Ballen sammeln. Ja gut, wir fahren einmal hier, denke ich, den Rand hier mal so ein bisschen ab. Und ich denke mal, den Rest kann er dann auch alleine sammeln. Ja, gucken wir mal. Wir haben ja, gut, in 6 Minuten in-game ist der Monat eh vorbei. Dann geht's in die schnelle Nacht. Das heißt, wir könnten danach dann... wir haben ja noch die 56 zu Mähen und Silageballen zu machen. Das heißt, da könnten wir dann direkt mal rangehen. Und dann können wir auch gleich die neue Presse testen. Das ist doch eine Idee. Das heißt, wir machen hier mal wieder das rein. Dann lassen wir den schon mal hochfahren auf die 56. Das heißt, wir könnten aber den hier auch gleich... Bleib mal stehen. Dann gehst du auch gleich auf die 56. Zaga. So, jetzt geht's weiter. Was ist zu tun? Wir müssen zum Beispiel hier einen LKW aufstellen. Oh, der hat hier aber... Wieso hat der hier die Ballen verloren? Hä? Ui! Doch, warte mal, wir sollten vielleicht erstmal Autodrive ausmachen. Na, irgendwas ist hier wieder mächtig schief gegangen. Ah, ich weiß. Der wollte bei der BGA abladen. Die BGA ist voll, hat aber die Ballen quasi abgeladen und deswegen die dann hier verloren. Jo, so wird's gewesen sein. Bisschen löchrig beladen.
Wir sollten schon das wieder drauf bekommen, was hier auch rumliegt. Das heißt, wir müssen die Sachen hochbringen. Zum Lohnerhof. Und zwar haben wir da ja ein Ballenlager oder ein Silagelager. Stroh, ich weiß nicht, war das im Tierfutterlager? Ich glaube ja. So, das heißt, wir müssen aber auch dem das Gleiche sagen. Lohnerhof, Tierfutterlager abladen. So, das war das. Jetzt geht's weiter. Das steht hier. Ach, hier. Mistladen. Gut, werden wir nicht voll überstreuen. Oh, hier werden noch Ballen gepresst. Das heißt, hier haben wir auch demnächst zu tun. Der Mulcher. Ja, hier ist eine Sämaschine zurückgekommen. Oh, hier sind wir auch bald fertig, was die Steine angeht. Und wir sind in der Nacht. Es geht in die Dunkelheit. So. Es wäre interessant, wo ist der Big M? Der kommt hier wieder nicht raus. Ich dachte, der ist schon längst oben. So. Dass wir den gleich losschicken können. Aber wie gesagt, wir warten jetzt mal, bis es hell wird. Und dann schauen wir weiter. Das heißt aber, wir haben ja den neuen Monat. Wir können mal gucken, ob wir irgendwo erntereife Felder haben. Die vielleicht für uns zu kaufen interessant wären. Zwei Stück hier nur. Mit komischen Farben. Keine Ahnung, was da drauf ist. Das sieht nach Hop. Ne, das ist Hanf. Nö. Und hier ist Soja. Achso, das ist die falsche Seite. Auf die Seite müssen wir. Das ist Tabak. Ist jetzt nicht so wirklich das Interessante für uns. Ja, dann lass uns doch mal gucken. Missionen. Ballen pressen, düngen. Düngen ist na klar immer sehr gut. Die nehmen wir gleich mal alle. Ernten. Kartoffeln. Och, Kartoffeln. Kartoffeln zum Supermarkt. Zack. So, das sind die beiden. Kartoffeln war Feld 6. Dann stellen wir die doch gleich richtig ein. Zum Supermarkt. Kommt die auf Supermarkt. So, einmal und bei dem genauso. Aufstelle, Supermarkt, Abfahrt, dann brauchen wir. Du hast versucht abzuladen, aber hast nicht so alles geschafft, ist aber egal. Wir brauchen genau den da. Du fährst dann auch auf die 6 hoch. So. Hier dürfte ja einiges sein. Das heißt, den können wir jetzt erstmal ein, zwei, vielleicht sogar drei Runden hier fahren lassen. Was haben wir denn hier? Mist, 30.000 Liter. Ja, gucken wir mal. Da hat er was zu tun. So, der ist schon hier. Jetzt warten wir noch auf den
Big M. So, der Gruber auf der 28. Der Gruber auf der 28, ne, 26, 90%. Das haben wir auch gleich erledigt. So, Steinesammler ist mit Steinen unterwegs. Okay. Ja, ja, piept nur rum hier. Ja, hier haben wir auch noch ordentlich Arbeit vor uns. Überstreuer, guck mal, der muss arbeiten. Er hat aber nur zwei von den Düngermissionen genommen. Schade. Na gut, egal. 66. Ups. Du bist auch schon unterwegs. So, 66. Abfahrt. So. Boah. Der Big M wäre jetzt interessant. Ja, der braucht noch ein bisschen. Ich würde gerne das noch zeigen, dass das Ding hier funktioniert. So, was haben wir denn sonst noch? Ernten, grubbern, sehen hätten wir zweimal. Unkraut bekämpfen, das ist striegeln. Nö. Hier hätten wir Zuckerrüben und Mais. Das ist zweimal Einzelkorn. Nehmen wir auch mit dazu. So, ach guck mal, der ist dann doch endlich mal angekommen. Das heißt, hier ist unsere Wiese. Gucken wir, haben wir Schwartablage ist an. Vier, wir fangen auf den Bahnen an. Genau richtig. So. Dann fängst du an. Wir kopieren uns den Kurs, weil der hier in die Presse geht. So, Kurs raus. Neuer Kurs rein. Und irgendjemand ist fertig. Achso. Der da. Grubbern haben wir Geld 68. Ja. Gut. Einmal richtig zuklappen. So, Feld 68. Abfahrt. So, hier machen wir mal das so. Fängt aber ein bisschen komisch an, der Big M, muss ich sagen. Du solltest eigentlich, Kollege, warte mal, habe ich das falsch gemacht? Ich glaube, ich habe da was falsch. Ah, ich habe nicht auf erster Wegpunkt gesetzt. Ah! Warte, ich kann aber den hier zurückholen. Er sollte ja eigentlich zuerst die Bahnen machen. So, wo ist der Pressenwagen? So. Dann, fahren wir dem mal hinterher, würde ich sagen. Das Problem ist nur, wir haben ja die Presse auf 20 runter geregelt. Das heißt, der Big M macht ja, glaube ich, 25, also ist der schneller. Also alles im grünen Bereich. Alles gut. So,
Schafft er das da vorne noch irgendwann? Tja, Stunden später. Ach, da vorne geht's los. Da vorne geht's los. Irgendwie. Ach doch, da vorne. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, da sollten wir ihm doch ein bisschen Vorsprung geben. Na ja, komm, wir haben noch einmal durch, um zu gucken, ob noch irgendwo was zu tun ist. Also das sind die Kartoffeljungs. Der fährt auch schon wieder zurück. Das heißt, da sind wir eigentlich durch, so wie es ausschaut. So, hier wird Mist angeliefert. Der ist unterwegs. Hier sind wir auch schon gut vorangekommen. Ja, das dauert noch ein bisschen hier. So. Oh, komm, nein, wir machen es nicht. Wir machen selbstverständlich 1,50er Ballen wegen mehr Kapazität. Es ist vor allem nachher gleich sehr witzig, wenn er wickelt. Es geht alles ein bisschen schneller. Da muss ich schon sagen, ist eine witzige Presse und die sollte für unsere Bedürfnisse hier ideal sein. So, warten wir mal, dass da irgendwann das erste Bällchen voll ist. Habe ich hier eigentlich gesagt, dass der am Ende parken soll? Am Ende parken, ja. Sehr gut. Ah, er piept schon, er ist gleich voll. Wir schaffen es noch, den ersten Ballen zu pressen hier. Also zu fertig zu pressen und zu wickeln. So bleibst du jetzt trotzdem stehen. Man hat gesehen, das Wickeln ging sehr schnell. Aber ich weiß nicht, warum der stehen geblieben ist. Sollte eigentlich nicht sein. Ja, aber trotzdem. Also er wickelt sehr schnell. Das ist halt auch schon mal ein großes Plus, würde ich sagen. Ich bin aktuell wirklich überfragt, warum er eben bleibt. Und wer soll da aufgefüllt werden? Hä? Also aufgetankt. Okay, ja. So, jetzt mal noch mal noch eins mal gucken, wenn er hier auf der langen Bahn ist, wenn er nicht am, ja, er ist wieder am Ende vorher voll. Naja, wir beobachten das mal weiter auf jeden Fall. Aber morgen. Heute ist erst einmal Feierabend. Wir sind durch. Könnt gerne morgen wieder reinschauen.
Würde mich sehr freuen. Ja, damit kurz und knapp tschüss und bis morgen.